Hallo liebe Immobilienfreund, im heutigen Video geht es um das Wahlprogramm der Union, bestehend aus CDU und CSU zur Bundestagswahl am 26. September 2021. Ich werde dir die Immobilieninvestoren relevanten Teile des Wahlprogramms präsentieren, meine Einschätzung dazu abgeben und komme zum Schluss des Wahlprogramms zu einem Fazit. Wenn genau das dich interessiert, dann bleib dran. Nun ja, jetzt hat auch endlich die Union ihr Wahlprogramm veröffentlicht. Nachdem sich nahezu alle anderen Fraktionen bereits aus ihrer Deckung gewagt haben, kommt nun so ziemlich als Nachzügler die CDU-CSU daher. Mitten in einer Fußball-Europameisterschaft, ein Schelm, wer hier Schlechtes denkt. Beginnen tut das Ganze für uns auf der Seite 123. Unter Punkt 10: Neue Lebensqualität in Stadt und Land aus Liebe zu unserer Heimat. Unser Unionsversprechen. Wir arbeiten für eine gute Lebensqualität überall in Deutschland. Ob großstädtischer Kiez, Kleinstadt oder Dorf, wir respektieren und schützen jede Form von Heimat. Wir sind eine offene Gesellschaft, in der alle ihre Träume verwirklichen können und niemand eingeredet bekommen darf, wie er zu wohnen und zu leben hat. Für uns ist Lebensqualität keine Frage der Postleitzahl, sondern ein universeller Auftrag, den wir ernst nehmen, weil wir der Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland verpflichtet sind. Ja, die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse, das ist natürlich schon immer ein Traum des deutschen Volkes. Allerdings, aufgrund der wirtschaftlich unterschiedlichen Stärken der Regionen ist dies natürlich nur schwer vereinbar. In unserem Modernisierungsjahrzehnt gehen wir die Herausforderungen des guten Lebens für die Menschen an. Vom bezahlbaren Wohnraum in Städten über neues Leben in Innenstädten und Dorfkernen nach der Corona-Krise, von der Bewahrung der Natur und der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Regionen bis hin zur guten Nahversorgung und Verkehrsanbindung. Auch hier setzen wir auf ein neues Denken. Wir werden nicht alle Probleme mit mehr Geld lösen können, vielmehr brauchen wir einen vernünftigen Mix aus klugen Investitionen, neuen Freiräumen, Experimentierfeldern und Anreizsystemen sowie Stärkung von Eigeninitiativen. Gleichzeitig setzen wir uns für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ein, stärken Ehrenamt im Sport und Integration und schaffen moderne Bedingungen, damit sich Kultur und Kreativität nachhaltig entwickeln können. Ja, diese Erkenntnis ist schon einmal gut, dass man nicht alles mit Geld erschlagen kann, sondern Anreizsysteme schaffen sollte, sodass die Menschen in Eigenverantwortung ja ihres Glückes eigener Schmied sein können. Punkt 10.1: Gutes Wohnen in lebendigen Dörfern und Städten. Die eigenen vier Wände sind unser Zuhause, ein ganz hohes Gut. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, eine Wohnung zu haben, in der man sich wohlfühlt und Platz zum Leben und auch um zumindest zeitweise dort zu arbeiten hat. Genug Wohnraum in einem intakten Umfeld ist ein Ziel der CDU und CSU. Wo Wohnraum teuer ist oder fehlt, wie in vielen Großstädten, heißt unsere Devise: mehr, schnell, modern und bezahlbar bauen. Wo Gebäude alt sind, gilt es, sie auf den heutigen Stand zu bringen und energetisch zu sanieren. Der Wunsch nach einem Eigenheim soll schneller in Erfüllung gehen. Eine Politik gegen Einfamilienhäuser ist gegen die Interessen der Menschen und mit uns nicht zu machen. Hier steckt, wie ich meine, einiges drin. Die Union möchte also das Bauen schneller, modern und bezahlbar machen. Das stelle ich mir natürlich schwierig vor, gerade mit den aktuellen energetischen Themen, die uns alle bewegen. Diese Spagat wird interessant, wie er begangen werden soll. Das Thema Politik gegen Einfamilienhäuser, das kann ich auch nur befürworten, dass man hier nicht regulatorisch eingreifen möchte, wie dies beispielsweise die Grünen tun, die ja die Einfamilienhäuser quasi aus den Städten verbannen wollen und nicht mal mehr die Stadtrandlagen, die ja früher attraktive Lagen für Einfamilienhäuser und für Eigenheime waren, hier auszuschließen. Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der beste Mieterschutz ist und bleibt ausreichender Wohnraum. Wir setzen nicht auf rechtlich fragwürdige und ungeeignete Eingriffe wie den Mietendeckel, sondern packen das Problem an der Wurzel. Nur wenn das Wohnungsangebot steigt, können Mieten stabil bleiben. Dem kann ich nur beipflichten. Im Endeffekt ist mehr Wohnraum natürlich ein probates Mittel gegen steigende Mieten. Unser Ziel ist, dass bis 2025 mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Wir führen unsere Wohnraumoffensive fort und setzen auf eine starke Wirtschaftsbranche, gute Bedingungen und Wertschätzung für unser Handwerk und die freien und planenden Berufe. Ja, hier geht, denke ich, die Union den richtigen Weg. 1,5 Millionen Wohnungen sind natürlich der Hammer. Das kann natürlich auch für uns Investoren dann wiederum negative Einflüsse haben, da wir ja dann mit mehr modernen Neubauwohnungen mit unserem Wohnungsbestand konkurrieren müssen. Aber im Endeffekt hat natürlich die Union recht.
Nur durch ausreichend Wohnraum wird ein stabiles Mietpreisniveau erreicht. Als Investitionsanreiz werden wir die derzeit befristeten Abschreibungsmöglichkeiten beim Mietwohnungsbau verlängern. Derjenige, der neue Mietwohnungen schafft, soll auch nach Ende 2021 5% der Anschaffungs- und Herstellungskosten zusätzlich von der Steuer absetzen können. Ja, diese erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten sind für uns Investoren natürlich ein wahres Geschenk, so wir im Neubau unterwegs sind. Wobei ich mir nicht sicher bin, ich glaube, es gilt auch für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bestand. Planungs- und Genehmigungsverfahren werden wir beschleunigen und gemeinsam mit den Ländern Umsetzungshemmnisse abbauen. Wir wollen die Anzahl der Bauvorschriften signifikant verringern. Ein Bauantrag für Wohnimmobilien soll regulär 2 Monate nach vollständiger Vorlage aller notwendigen Unterlagen abschließend bearbeitet sein. Andernfalls gilt er grundsätzlich als genehmigt. Das ist natürlich etwas, was auch die Bauwirtschaft voranbringen kann, da die Genehmigungsverfahren natürlich mit ausufernden Fristen mittlerweile belegt sind. Wir wissen, der Platz in Großstädten und Metropolregionen ist endlich. Deshalb gehört zu einer ehrlichen Baupolitik auch, das Umland zu stärken. Vor allem durch eine starke Anbindung an Bus und Bahn sowie eine moderne Grundversorgung. Ja, auch hier sind natürlich infrastrukturelle Maßnahmen ein Riesenwert, da das moderne Umland natürlich immer beliebter wird. Auch aufgrund von Corona haben die Menschen einen höheren Anspruch an mehr Wohnraum, der sich natürlich im Umland eher realisieren lässt als in kleinen Stadtapartments. Nachhaltig, bezahlbar und altersgerecht bauen. Nachhaltig und bezahlbar bauen heißt für uns, umweltfreundliche Baustoffe zu verwenden und flexibel Bauland auszuweisen. Aber den Flächenverbrauch gering zu halten, barrierefrei zu bauen und den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Wir wollen das Bauen mit Holz und die Verwendung von Recyclingmaterialien deutschlandweit stärker voranbringen. Die Bauwirtschaft soll zu einer Kreislaufwirtschaft werden, die auf mehr heimische Baustoffe wie zum Beispiel Sand, Gips und Holz basiert und Recyclingmaterialien in Bauteilen nutzt. Wir wollen das große Potenzial von Nachverdichtung, Aufstockung von Gebäuden, An- und Ausbauten, Überbauung von Parkplätzen und Supermärkten und der Brachflächenentwicklung ausschöpfen. Deshalb werden wir die Brachlandentwicklung im Rahmen der Städtebauförderung verstärken und die Nachverdichtung fördern. Ja, auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn immer mehr Leute in die Städte ziehen wollen, dann gilt es natürlich, Wohnraum durch Nachverdichtung, Aufstockung etc. zu schaffen. Wenn hier die Möglichkeiten vereinfacht werden, kann das natürlich auch dem Wohnungsbau nur entgegenkommen. Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz ist es für Kommunen einfacher geworden, Bauland auszuweisen und auch innerörtliche Flächen zu mobilisieren. Wir wollen ihre Möglichkeiten unter Beachtung des Grundsatzes Innen- vor Außenentwicklung noch weiter vergrößern und ihnen noch mehr Flexibilität einräumen. Wir werden den sozialen Wohnungsbau weiter fördern und das Wohngeld ab 2022 regelmäßig anpassen. Wohnraum muss auch für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar sein. Beim sozialen Wohnungsbau werden wir mit den Ländern erörtern, ob sie auf jeden Bundeseuro mindestens einen Euro drauflegen und zweckgebunden einsetzen. Ja, wenn natürlich die Union das Wohngeld von Jahr zu Jahr erhöhen wird, impliziert das natürlich auch von Jahr zu Jahr höhere Ausgaben für das Thema Wohnen. Hoffentlich nicht nur in die Wohnnebenkosten, sprich Energie etc., sondern auch in die Netto-Kaltmieten. Das wäre ja ein Vorteil für uns. Uns ist wichtig, dass Menschen möglichst lange in den eigenen Wohnungen, im Haus oder in angestammten Wohnvierteln leben können. Deshalb werden wir die dafür erforderlichen Investitionen in den altersgerechten, barrierefreien Umbau insbesondere über KfW-Programme unterstützen. Also ich denke mal, es wird deutlich mehr Förderungen geben. Wir werden aber auch deutlich mehr Schulden auf unsere Objekte aufnehmen müssen, sei es bei abgeschlossenen Einheiten in das Kompletteigentum oder in WEGs. Hier wird man noch sehen, wie das Ganze umgesetzt werden kann. Eventuell über Darlehen, die dann die Wohneigentümergemeinschaft aufnehmen muss, da ich mir nicht vorstellen kann, dass jeder Eigentümer hier einzeln finanzieren wird etc. oder das Geld in der Tasche hat. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir wollen mehr Flächen für den Wohnungsbau mobilisieren. Dazu werden wir prüfen, wie Grundbesitzer die landwirtschaftlichen Flächen für Bauland zur Verfügung stellen. Die dabei erzielten Einnahmen steuerbegünstigt in den Mietwohnungsbau reinvestieren können. So entlasten wir Städte und Ballungsräume. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt der energetischen Sanierung, der zum einen natürlich Kostentreiber ist, aber zum anderen parteiübergreifend eigentlich in jedem Wahlprogramm seinen Platz gefunden hat und nicht zuletzt durch den Einspruch des Bundesverfassungsgerichts, dass das Klimaschutzgesetz nicht ausreichend umfangreich ist, natürlich nochmal an Fahrt gewonnen hat. Die energetische Sanierung unseres Gebäudebestandes ist ein Muss. Nur so können wir die Klimaziele erreichen. Gleichzeitig müssen wir vor allem Mieter vor finanzieller Überlastung schützen.
Wir nehmen die Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht. Zudem werden wir die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung, insbesondere von Betriebsgebäuden und von vermieteten Wohnungen, weiter verbessern. Schrittweise Sanieren soll besser gefördert werden, da schon kleinere Maßnahmen wichtig und wirksam sind. Auch das finde ich einen guten Hinweis, dass bereits kleinere Maßnahmen auch gut förderfähig sein sollen. Ich denke, das ist vor allem auch für uns private Vermieter sehr interessant. Wir werden Mietstrom voranbringen und noch bestehende Hemmnisse abbauen, auch um lokale Zusammenschlüsse zu erleichtern. Mieter sollen genauso von der Energiewende profitieren wie Eigenheimbesitzer. So, und jetzt geht es um infrastrukturelle Maßnahmen, Dörfer und Städte vitalisieren. Wir wollen unsere Innenstädte, Stadtzentren und Ortskerne erhalten. Sie müssen nach der Corona-Krise neu gestaltet und in ihrer Funktion als Orte der Begegnung und Vielfalt gestärkt werden. Lebendige Fußgängerzonen, Marktplätze und der Einzelhandel vor Ort machen unsere Städte lebenswert. Gleichzeitig stehen unsere Einzelhändler mit der Digitalisierung und dem E-Commerce vor enorme Herausforderungen. Auch die Corona-Pandemie stellt für sie eine historische Belastung dar. Ja, im Endeffekt denke ich, hat die Corona-Pandemie eines natürlich gemacht. Sie hat diesen ganzen Digitalisierungsprozess noch beschleunigt und natürlich auch wesentlich mehr Umsätze in den Onlinehandel getrieben, der so aus meiner Sicht nur extrem schwer vom stationären Einzelhandel zurückgeholt werden kann. Deshalb werden wir ein Zukunftspaket für Innenstädte schmieden. Als wichtigen Teil des Paktes werden wir zusätzlich zu den bestehenden Städtebauprogrammen ein Förderprogramm attraktive Innenstadt auflegen, von dem auch kleinere Städte und Gemeinden profitieren. Damit wollen wir deutlich mehr Mittel bereitstellen, beispielsweise für die Modernisierung von Fußgängerzonen oder den Umbau von Passagen und Ladengeschäften. Auch Dorf- und Innenstadtmanager mit einschlägigem Know-how sollen so gefördert werden können. Wir werden Smart City-Konzepte entwickeln und ein eigenständiges Programm für mehr Grünflächen und natürliche Vielfalt in den Städten auflegen. Auch die Dorfkernsanierung werden wir noch stärker fördern. Alle Altersgruppen sollen mitten im Ort am öffentlichen Leben teilhaben können. Dazu werden wir den Wohnraum im Ortskern für Alt und Jung neu in den Blick nehmen. Die dortigen Ansiedlungen von Unternehmen und Startups mit Investitionszulagen fördern und den Ausbau der Mehrfunktionshäuser und Dorfläden unterstützen. Auf dem Land werden wir begleitend zum massiven Breitbandausbau Coworking Spaces für kreatives Arbeiten fördern. So stärken wir Kleinstädte, Dörfer, ländliche Räume und entlasten die Ballungszentren. Gleichzeitig tun wir etwas für den Klimaschutz, weil viele Pendlerströme vermieden werden. Ja, auch das halte ich für einen wichtigen Ansatz, dass vor allem das Thema Breitband in Deutschland in der Fläche vorangetrieben wird. Denn vielen ist ein leistungsfähiger Internetzugang sehr wichtig und er ist natürlich gerade beim Arbeiten von zu Hause. Ich selbst bin ja auch betroffen, arbeite auch in der Regel im Homeoffice oder eben dann vor Ort beim Kunden, kann natürlich davon nur profitieren. Den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Das eigene Haus und die eigene Wohnung sind viel mehr als Wohnraum. Sie sind Zuhause, Zukunftsinvestition und Altersvorsorge. Wir unterstützen alle, die sich ein Eigenheim wünschen. Wohneigentum soll sich auch Menschen mit normalen Einkommen und auch Familien leisten können. Wir wollen kein Deutschland, in dem sich nur Großverdiener ein Haus kaufen oder bauen können. Ja, das ist natürlich der krasse Gegensatz zu der Partei Bündnis 90 Die Grüne, die ja das Thema Eigenheim doch deutlich erschweren wollen. Wir werden das KfW-Wohneigentumsprogramm für Familien ausweiten. Wer Kinder hat, soll stärker davon profitieren. Dazu sollen Darlehen, Tilgungszuschüsse und Zinsverbilligungen nach Anzahl der Kinder gestaffelt werden. Auch das finde ich natürlich für die Zukunft Deutschlands einen sehr wichtigen Punkt. Den Ländern werden wir ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 Euro pro Kind zu gewähren. Also das heißt im Endeffekt, eine Familie mit zwei Kindern soll sich künftig ein Haus in einem Wert von 700.000 Euro leisten können als Erstinvestment, ohne dafür Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Das mag in vielen Regionen Deutschlands auch für ein ordentliches Eigenheim ausreichen, natürlich nicht in München, Hamburg oder beispielsweise Düsseldorf. Fertighäuser mit modularem Baustil können ein Mittel sein, Individualität und Ressourceneffizienz gleichermaßen zu verbinden. Sie verbinden deshalb gerade mit Blick auf das familiäre Eigenheim mehr Aufmerksamkeit. Die Sanierung im Bestand werden wir weiter fördern und eine neue Umbaukultur für mehr bezahlbaren Wohnraum und neues Leben in alten Gebäuden entfachen. Attraktive Mietkaufmodelle sollen es vor allem jungen Menschen mit geringen Kapitalausstattungen ermöglichen, Wohnungseigentum zu erwerben. In diesem Zusammenhang prüfen wir auch die Unterstützung genossenschaftlicher Wohnmodelle.
10.2 Gleichwertige Lebensverhältnisse und wirtschaftliche Entwicklung in allen Regionen. Gleichwertige Lebensverhältnisse zu erreichen ist eine zentrale Aufgabe für eine funktionierende Gesellschaft. Dazu sind viele Anstrengungen notwendig. Die Gleichbehandlung von Stadt und Land bei der digitalen Infrastruktur, hier sind wir wieder beispielsweise auch beim Breitbandinternet, die Stärkung unserer Dörfer und Städte in benachteiligten Regionen, neue Konzepte der Mobilität, Nahversorgung und Arbeit sowie die weitere Stärkung des Ehrenamtes. Im Endeffekt werden natürlich auch Ballungszentren dadurch entlastet, wenn das Umfeld bzw. kleinere Städte und das Umland entsprechend attraktiver werden. Zukunftsregionen schaffen, Stadt und Land zusammenbringen. Wir haben ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen geschaffen. Damit haben wir den Grundstein dafür gelegt, dass die Regionen, die in Struktur- oder demografischen Wandel neue Kraft gewinnen und sich neu erfinden können. Strukturschwache Regionen und ländliche Räume werden wir weiter verlässlich fördern und dort massiv in die Infrastruktur jeder Art investieren. Ja, im Endeffekt hier geht es dann im weiteren Verlauf natürlich weiter um den Ausgleich der unterschiedlichen Regionen, um benachteiligte Regionen attraktiver zu machen. Den Immobilienteil haben wir hiermit soweit abgeschlossen aus dem Wahlprogramm der Union. Alles in allem muss ich sagen, bleibt trotz allem auch sehr vieles offen. Es wird beispielsweise keine Höhe des CO2-Preises genannt, was natürlich auch taktischer Natur sein kann. Im Endeffekt hatte Markus Söder bei der Vorstellung des Wahlprogramms ja unter anderem angemerkt, dass man es auch als strategischen Vorteil betrachte, dass man nun als quasi letztes sein Wahlprogramm veröffentlicht und somit näher am Wahltermin dran ist. Somit konnte man natürlich die Strömungen und vor allem auch die Reaktionen der Bürger auf die Wahlprogramme der anderen Fraktionen genau beobachten und hat hier sicherlich einen taktischen Vorteil. Alles in allem muss ich sagen, es ist so wenig Veränderung wie nötig eingebaut. Natürlich ist das Thema Klimawandel ein Thema bei allen Parteien, aber vieles soll natürlich hier ja, bestehen bleiben, beziehungsweise eben nur möglichst wenig geändert werden. Das, was geändert werden soll, erachte ich durchaus im Ansatz für sinnvoll. Was dann natürlich bei seinem Wahlprogramm übrig bleibt, dann in den Koalitionsverhandlungen, die es ja sicher geben muss, denn selbst wenn die CDU-CSU, was im Moment den Eindruck macht, stärkste Kraft wird, wird sie ja nicht alleine regieren können. Von daher bedarf es sicherlich wieder Koalitionen mit einer oder vielleicht sogar mit zwei anderen Fraktionen. Dann wird natürlich interessant sein, was übrig bleibt. Aber alles in allem würde die CDU-CSU ihren Anspruch, sage ich mal, eines konservativen, einer konservativen Partei, denke ich, gerecht. Und im Endeffekt ja, muss sie sich natürlich auch nach der Ära Merkel ein Stück weit neu erfinden und muss natürlich auch wieder ihr Profil schärfen, um hier weiterhin als Volkspartei auch angesehen werden zu können. Ja, im Endeffekt bleibt abzuwarten, was dann am Schluss dabei übrig bleibt. Wie ist deine Meinung zum Wahlprogramm der CDU-CSU aus Investorensicht? Teile es gerne mit uns im Kommentarbereich unterhalb des Videos, das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video, ciao, dein Florian.